Katzenstein, der hat sich fürchterliche Gedanken gemacht. Wir gehen ins Kunstmuseum, wir sehen da nackten Apollo, wir sehen da eine nackte Aphrodite. Und da bekommt man doch Komplexe, wenn man diese Figuren sieht. Und da hat er Abhilfe geschaffen, er hat den Erwin geschaffen, eine Kunstfigur, so hässlich, dass jeder von uns schöner ist als Mann. Und seine Mutter ist die Merwine und jede von den Damen ist schöner als Merwine. Wie kann es aber passieren, dass jetzt der Erwin überhaupt auf die Welt kommt? Der muss ja irgendwie auf natürlichem Wege auch gezeugt werden. Und davon handelt die folgende Geschichte. Frau Merwine Kafke Flente. Ihr viel zu ertragen schwer, dass sie, wenn sie einst auf Rente, immer noch eine Jungfer wär. Denn ein jeder war der Meinung, dass die äußere Erscheinung der Frau Kafke gram und kraus. Tja, Verheerer blieben aus. Arg gequält durch derlei Nöte, pries nun die Merwine an, das möblierte Kammermöte, sie den braven Handelsmann. Sie gesehen, flohen die Vertreter. Aber ein paar Tage später, einer doch ihr kleben blieb, hoch den Staubsauger vertrieb, der Herrn Bröselmann nach Herne zu Frau Kafke hat geschickt. Der sah das nicht ganz so gerne, wollte einen schöneren Distrikt. Um ihn etwas zu verwöhnen, mit dem Schicksal zu versöhnen, lud Merwine flugs ihn ein auf zwei Gläschen Moselwein. Mit der Spätlese ertränkte Bröselmann nun seinen Gram, was zudem Merwine schenkte, dass er anders war, sie nahm, als zuvor, da beide nüchtern. Sie potthässlich und er schüchtern. Dann schöner schien die Welt, ward sein Kobold vorgestellt. Donnerschlag um Blitzesrücken, Siegenrausch, Naturgewalt, kreisender Vulkane spucken, jäh erweckte Urgestalt, Taumel, donnernde Ekstase, Klirr, das war die Blumenvase, ohne Rast und ohne Ruhe, und der Kobold fliegt dazu. Danke. Ja, wir haben uns ja die Wahl. Ja, wir haben uns ja die Wahl. Ja, wir haben uns ja die Wahl.